heutigen Spiel haben wir die Messlatte hochgelegt. Ihr erfahrt nun, wie euch die Zuschauer einschätzen. Ich lese vor, über was die Zuschauer abgestimmt haben. Und ihr müsst raten, wie viel Prozent aller Stimmen auf dieses Ergebnis entfallen sind. Doch bevor ihr eure Lösung an der Messlatte markiert, heißt es ordentlich an der Stange tanzen. Denn wenn es zu einem Unentschieden kommt, entscheide ich, wer die bessere Performance geliefert hat. Wer näher an der richtigen Antwort ist, bekommt einen Punkt. Die ersten beiden bitte an die Stange. Zeig uns, Baby, was du drauf hast. Die erste Abstimmung lautet, hört ganz genau zu, wie viel Prozent der Zuschauer denken, dass man an Marvins Funkeln in den Augen sieht, dass er es mit Alina ernst meint? Oh. Ich glaube nicht viele. So die ersten Tage kann man das locker denken. Ja, ich glaube, der Zuschauer, der denkt, der interpretiert schnell. Ja, 60, 60. Noch mehr. Mehr. So ja. 75 sogar. Mach 75. Ja, okay, komm. 75. Mach 80, Steffi. Am nächsten gelegen mit der Einschätzung habt ihr. Die richtige Antwort lautet 87%. Weiter geht's. Einmal der Mike, bitte. Ich? Ja. Und der Marvin. Hey, gegen Marvin. Go, Marvin. Wie viel Prozent der Zuschauer denken, dass Steffi und Julian nichts auseinanderbringen wird? 100. Nein, 100 nicht. Voll, 95%. 90 auf jeden Fall. Ja. 100 never. Nee, 100 nicht. Nee, ich sag 90. Nein, der gibt's immer welche Hater. 95. 95. 90. 85. 90. My Anaconda dope. My Anaconda dope. My Anaconda dope. Want none unless you got buns, hun. Ehrlich sagen, ich bin einfach nicht der Tänzer. Es liegt mir einfach nicht so, würde ich persönlich sagen. Wir haben natürlich auch ein paar Bewegungslegastheniker hier. Die haben nicht so ganz diesen tollen Hüftschwung und das Taktgefühl. Ich habe natürlich versucht, so viel wie möglich aus mir rauszukommen und mein Team nicht im Stich zu lassen. Die richtige Antwort sind 96%. Okay, wo sind die anderen 4%? Aber ich kann ja nur von mir ausgehen. Also die 100%ige Wahrscheinlichkeit hätte es wohl noch besser getroffen, aber 96% ist natürlich ein super Ergebnis. Ihr habt euch ein Unentschieden geliefert. Ich muss jetzt entscheiden, wer besser getanzt hat. Ja, ist auch gar nicht böse gemeint, Marvin. Du hast halt gar nicht getanzt, deshalb geht der Punkt an die. Ja, ich hoffe, es war ganz akzeptabel. Hast du gut gemacht. Danke. Gut. Dann bitte ich einmal den Jan auf die Bühne. Und den Daniel. So spannt die Lauscher auf. Wie viel Prozent der Zuschauer denken, dass Alina und Marvin füreinander gemacht sind? Also ich glaube, viele denken das. Ja, ich denke, viele. Ich glaube auch. Ja. Und so. Aber ist nicht so. Nicht so. Ich sag 40%. Nein, mehr. Okay. Die Frage ist natürlich, wie Alina zu ihm jetzt auch steht. So, richtig, ne? Genau. Wie das ankommt. Es ist jetzt nicht nur das. Ich hätte gesagt 80. So ist eine Art, ja, okay. 80, 85. Ja. 80. Ja, finde ich auch gut. Ihr zwei auch? Ja. Zwei Sekunden Takt habe ich auch direkt abgeschaltet und dann habe ich irgendwie was gemacht, was ich gar nicht wusste, was ich überhaupt mache.